Gemeinsames Lernen ist so ein Phänomen in Gesundheitseinrichtungen oder zumindest, wie ich das in den letzten 20 Jahren so miterlebt habe. Es ist, glaube ich, absolut entscheidend, dass wir gerade als Unternehmen, als Gruppe, wo wir beispielsweise, wir sind der größte Anbieter für Kardiologie in Deutschland wahrscheinlich, der größte Anbieter auch für Pulmologie, für Neurologie, wenn man unsere ganzen Kliniken zusammenzählt, dass wir überlegen, wo läuft was am allerbesten und wo ist was besonders gut und wie kriege ich diesen super guten Prozess übertragen auf die anderen. Also lernen vom anderen, nicht Rad neu erfinden, nicht Prozess neu erfinden, nicht die Idee sozusagen wieder was Neues machen, sondern überlegen, wie kriegen wir gute Prozesse quasi vervielfältigt, wie lernen wir von den Besten. Und diese Haltung, diese Idee, in den Prozessen, von guten Prozessen zu lernen, glaube ich, ist eine ganz wichtige Grundhaltung, die wir von all unseren Mitarbeitern erwarten, weil das würde uns stark machen oder macht uns stark, dass wir lernen, welche Einheit, welche Behandlung ist gut und wie kriegen wir diesen guten Prozess, wo der Patient im Mittelpunkt steht, wo wir zufrieden sind, übertragen auf andere. Das meinen wir mit dem Thema voneinander lernen und aufeinander aufpassen und eben nicht zu sagen, jeder macht's nach seinem Gusto, nach seinen Wegen, sondern wir glauben fest daran, dass es auch gerade in der Medizin und in der Patientenbehandlung sowas wie Best Practice gibt, gute Wege gibt, wie man die Behandlung optimiert, sowohl therapeutisch, medizinisch von den Prozessen. Und das zusammenzubringen, ist, glaube ich, eine große Stärke und eine ganz, sagen wir mal, so eine wichtige Grundhaltung, dass ich auch bereit bin, vom anderen zu lernen und was anzunehmen und zu sagen, Mensch, das ist doch eine gute Idee, wie der Kollege das gemacht hat und das wende ich an und nicht diese Haltung zu vertreten, so wie wir das schon immer machen. Am besten die letzten 20 Jahre ist es optimal und basta. Diese Haltung wollen wir nicht, sondern wir erwarten oder erhoffen uns eine Haltung, die heißt, Mensch, open-minded, wo läuft was besonders gut und lass uns doch überlegen, wie wir das in unsere Prozesse mit einbauen können. Das ist die Idee.